liebe Leute, weiter geht's heute mit Pokémon Schwert und Schild und wir machen heute weiter mit einem kleinen, ja, Abschnitt, der eigentlich ein bisschen vergessen wurde. Und zwar geht's heute für uns weiter mit der Route 219, ich glaube bis 222. Wir machen uns heute auf jeden Fall auf Richtung Hamonasu Park. Den habe ich komplett ausgeblendet, aber den brauchen wir, um uns, ja, die nächsten vier legendären Pokémon zu fangen. Ich hoffe zumindest, dass ich die passenden Items dafür habe. So. Und ja, deswegen müssen wir heute hier runter. So, jetzt müssen wir hier die beiden Kiddies fangen. Scheiße, ich wollte eigentlich noch einen Moment warten. Ich kann ohne Hilfsmittel nicht schwimmen, aber meine Pokémon können das richtig gut. Ich muss mich hier die Trainer mitnehmen. Das sind aber alles Trainer, die nicht auf unserem Level-Niveau sind. Deswegen, ja, ist es jetzt einfach mal so. So. Hagelalarm. Hagelalarm geht. Funktioniert. Level 29, das Merle. Sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ist es auch nicht. Ja, wir müssen jetzt, wie gesagt, das nächste wieder legendäre Pokémon fangen. Und ich möchte ja gerne dann die Rematches gegen die Top 4 und auch gegen die... möchte ich ja als letztes machen. Und auch gegen Cynthia muss man nochmal kämpfen. Also ich habe tatsächlich nachgeguckt, es gibt tatsächlich noch Rematches. Also müssen wir da auch noch irgendwann mal ran. Aber jetzt noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben noch... 4 bis 5 Legis, wenn ich es richtig im Kopf habe. Level 77 für Galoppa. Deswegen dauert das alles noch ein bisschen. Jetzt kommt der nächste Knirps. Ich mag manchmal Reifen und aus dem bewundere ich Quallen Pokémon. So, Schalala. Erkennt aber, dass du irgendwie den Tacho oder wenn du irgend sowas in die Richtung hast. Aber scheinbar hast du das gerade nicht. Naja, schade, das ist jetzt auch nicht so die absolute Wunderwaffe. Also von ihm ist jetzt auch nicht der stärkste Pokémon. So, er hat noch ein Chalelos. Warum hast du nicht den Tacho und Quabel oder sowas? Dann wäre das zumindest mit deiner Aussage zusammenpassen. Mein Plan ist, das Spiel ja so weit wie möglich durchzuziehen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. So. Und dann hoffe ich, dass wir bald durch sind mit Pokémon Strahlender Diamant. So, jetzt geht's erstmal weiter. Hier sind noch zwei Schwimmer. Ich nehme die jetzt alle mit erstmal. Natürlich, ich muss die ja mitnehmen irgendwie wieder. Ich habe eine Ganzkörpererfahrung. Du solltest auch schwimmen. Nö. Ich lasse mich lieber transportieren. So, 4 Pokémon hast du, okay? Grudini. Grudini. Gucken, wie weit wir heute überhaupt kommen. Ich versuche ja so weit wie möglich mal durchzukommen. Vielleicht schaffen wir es sogar eine komplette Aufnahme durchzuziehen. Mal schauen, wie weit wir jetzt relativ gut durchkommen. Das ist halt das auch noch ein großes Problem. In der letzten Folge haben wir uns ja mit Volkner und Frieda duelliert. Den Images. Und heute geht es, wie gesagt, weiter mit diesem kleinen Abschnitt Route 219, 220, 221, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtung Hamonasu Park, den wir uns ja auch mal nicht noch angucken wollen. Da braucht man nämlich noch bisschen Glück, dass wir das jetzt schaffen. Ansonsten muss ich tatsächlich noch mal woanders sehen, aber ich erkläre es euch dann, wenn wir da sind.
Weil, wie gesagt, ich hab's eigentlich komplett vergessen. Und ich weiß ja auch, wir haben auch den super Schönheitswettbewerb da vergessen, aber wenn ich ehrlich bin, ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, wenn ihr unbedingt noch sehen wollt, dann zeige ich euch das gerne noch in der Folge, aber wenn ihr das nicht sehen wollt, dann, naja, lassen wir es einfach. So, ich weiß, es gehört irgendwo dazu, aber naja. Der menschliche Körper hat mehr Auftrieb im Meer. Schwimmen ist also dort einfacher. Ja, stimmt wohl. Was hast denn du? Gremorite. Und weiter geht die Reise. Inton. Aha. Ah, ich hätte da vorher drauf kommen müssen, dass wir das noch machen müssen. Ich hab das echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt hier unten. Also die Route 219 findet ihr, wenn ihr St. Gemme fliegt, also die zweite Stadt, und dann quasi runter in Richtung Süden geht. So, hier ist nichts weiter. Außer ein Item, was hier oben noch liegt. So, zwei Items. Wassertafel, okay. Guck mal gerade, ob wir hier unten noch was haben. Ich habe das Item oben schon gesehen, ich habe keine Sorge. Hier ist aber noch ein kleiner versteckter Trainer. Ich lebe ausschließlich, um zu schwimmen. Erklär mir doch den Reiz der Pokémon. Oh, kämpfen, Freunde, Begleiter, Abenteuer. Also sind durchaus einige Reize dabei, muss ich sagen. So, das ist ein ganzer Hagel, macht der. Wurde wegen meinem Hagelalarm. Naja, tschüss, mein Tipps. Und Hintacher. Und Hintacher. Ja, ich weiß, es ist nicht der effektiv, aber es sollte doch reichen, um Level 29 Hintacher wegzuhauen. Jawohl, ja. Und ein Remoraid hinterher. Und die Flinklaue. So, den Schwimmer haben wir auch schon mal gut geplättet. Wow, das hat Spaß gemacht. So, dann gucke ich mal, dass ich das Item hier oben noch kriege. Mal weiter. Ein Äther. Einen Äther. Den brauchen wir vielleicht noch mal. So, dann kann ich direkt hier oben landen. Das ist noch ein Trainer, ne? Was noch? Okay, immer richtig atmen, Joe. Jetzt bist du bereit. So. Schön mal Joe mit einem Flipper. Frage ist, wenn er Niesel hat. Ah, ich glaube, seins sollte er durchgehen, weil er jetzt ist. Ja. Wenn mein Hagelalarm als letzter durchgegangen wäre, wäre kein Problem gewesen, aber. So. Tschüss. Ramaido. Ja, Welser. Und ich habe ja doch eine Pflanzenattacke. Ach, ist ja alles herrlich. Belsa. Brauche ich ja nicht wechseln. Ist ja Wasser und Boden.
Also damit kein Problem. Damit Fallobst für uns. Ah, ich habe meinen Schwung verloren. So. Es sind viele Trainer, ja, ich weiß. Ich habe einen neuen Bikini gekauft. Das aktuellste Modell in diesem Jahr. Okay. Ja. Bamelin. Bamelin. So. Ist das denn, wie viel hast du überhaupt? Ach, du hast ja nur das eine. Ist ja kein Problem. Und tschüss. Ah, zwei weitere Pokémon bald mit dem nächsten Level Aufstieg, aber das dauert noch ein bisschen. Bei dem kleinen Vieh, was wir momentan kriegen, so oder uns noch einer. Auf die Plätze, fertig. Los. So, was haben wir denn hier? Schwimmer Wiegand mit einem. Mit dem Garados. Ich muss kurz was trinken. Jetzt geht's weiter. Das ist Level 32, 31. Da kommt noch was fertig. Jawohl. Ist neutral, weil Wasserflug. Und damit hat sich das mit dem Thema Garados schon erledigt. So. Gut, weiter geht's hier oben lang. Auf Route 221. Nun, gebe ich euch meine anmutige Figur ab. Keine Ahnung. Juckt mich aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Schalellos. Schalellos. Naja, das ist nicht das große Problem. Auch mit Level 30 nicht. Ach Mann! Gastrodon. Ja, jetzt wird es auch mal was interessanter. Jetzt könnten wir mehr abwechseln kommen mit zwei Pokémon. Der Gastrodon ist. Jetzt gibt es jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrung. Aber das wird auch nicht das große Problem sein. Watches. Adieu, bye bye, auf Wiedersehen. Rambeidon Meditalis. Rambeidon erreicht Level 85. Ich dachte, Meditalis zieht direkt mit, aber tut's nicht. Hier oben das Item mal mitnehmen. Ein Fläschchen Protein. So, hier ist noch ein Angler. Und da oben ist noch ein Item. Hey, ich angle gerne, aber meine wahre Liebe gehört dem Kämpfen. Oh Gott. Und den hat man, glaube ich, schon mal die Trainer, ne? Mit den 6 Carpador. Das ist, glaube ich, weiter im ewigen. Hinter dem. Ewigwald. Ewigen Wald. Ewigen Wald. Der eine Route, da gab es doch den Trainer mit den 6 Carpador. Carpador gehört eigentlich nicht so. Naja. Carpador halt. Finjorn. Auch nicht viel besser. Ja gut, die Pokémon sind ausgelegt auf Level für die Level 30er Runde. Also wie gesagt, ich habe die Route, mach die Route gerade sehr, sehr spät. Wir sind ja schon die Richtung Level 80 fast unterwegs. So, Meditalis reicht fast. Jetzt kommt noch ein Garados. Jetzt könnte Meditalis noch ein Level erreichen.
Schwert nehmen. Ach Gott, ey, nein. Doch nicht. Militalis reicht nicht, damit 77 gerade. Ich hatte jetzt, okay, das kriegen wir ohne Probleme hin. Guck mal, was die Zeit bedeutet. Wir haben noch Zeit genug. Die kriegen wir noch sogar fertig, die komplette Route, glaube ich. Trotz der vielen Trainer. Ja, doch, ich brauche Items. Ich gucke mich nur gerade hier oben um. Du bist auf ein Haus. Was ist denn da drin? Ich sehe es vor mir. Deine heutige Nummer lautet 77. Sag es mein Pokémon auf Level 77, gebe ich dir eine Belohnung. Huch, dein Galoppa befindet sich tatsächlich auf Level 77. Das ist wirklich bemerkenswert. Als Belohnung dafür, dass du mir dein Pokémon gezeigt hast, gebe ich dir ein Schwarzgurt. Cool, danke. Als ich das letzte Mal diese Aufnahme gestartet habe und dachte mir,